der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit, was er so einfach und logisch tönt, ist im Liechtenstein noch nicht selbstverständlich. Es ist einerseits sicher, dass Frauen nur schon, wenn sie einsteigen im Beruf, dass sie weniger Lohn verlangen, das ist ein Grund. Und ein anderer aber auch halt wirklich, dass die Arbeitgeber zu wenig darauf schauen und ja, in dem Sinn auch zum Teil die Arbeit von einer Frau weniger gewichtend als die von einem Mann und durch das auch weniger Lohn zahlen. Poststelle ist ein neues Marktgeschoss für die Gemeindeverwaltung zu finden. Ich bin sehr überrascht. Beim Umbau habe ich gedacht, ja, da hinten, es war relativ dunkel gewesen, aber sie haben unsere Farbenkombination das sehr gut verstanden. Die Auffrischung, dass es hell und freundlicher ist. Und wir, nicht nur ich, sondern wir sind alle der Überzeugung gewesen, dass es viel freundlicher geworden ist als gegenüber der alten Poststelle. Wir bedienen heute jeden Tag auf unserer Poststelle 2.500 Leute oder über 2.500 Leute. Und ich glaube, es ist einfach ein emotionaler Punkt und ein Begegnungspunkt, der sehr wichtig ist für eine Gemeinde, dass man diese Postdienstleistungen machen kann auf einer Poststelle. Ein musikalischer Querschnitt hat die Musikakademie an ihrem Galakonzert präsentiert und damit zu begeistern gewusst. Der Abend war sehr schön. Wir haben sehr viele junge Musiker gehabt heute am Abend. Und die jüngste Gigerin war gerade mal 10 Jahre alt, aber ist so sehr professionell übrig gehabt. Dann haben wir noch ein buntes Programm gehabt. Wir haben Mendelssohn gespielt, Liszt, Mephistowalzer, ein Mendelssohn Trio am Schluss. Und dann waren noch zwei griechisch-deutsche Mädchen. Die haben den Abend moderiert und die haben ein eigens komponiertes Werk für sie gespielt über bekanntes, sehr bekanntes eigentlich griechisches Thema der Musik.